herzlich willkommen zu einer Uraufführung von dem zweiten Vortrag von mir. Durch Corona hat sich alles verschoben und verändert. Und ich habe mich eigentlich sehr gefreut über die Einladung vom Festspielhaus, hier den zweiten Vortrag zu halten. Trotzdem bin ich sehr froh, auch für das Musical was tun zu können, weil ich davon sehr beeindruckt bin und dankbar bin, dass es das gibt, weil dieses junge Team ja auch versucht, den Ruf vom König wiederherzustellen und ihn eigentlich sehr nah an der Wahrheit zeigt und vor allem auch die Todesumstände sehr nah an der Wahrheit zeigt. Ja, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich wieder meine Freunde auf die Bühne bitten, dass wir euch ein Lied vorsingen. Es gibt nämlich ein absolutes Lieblingslied vom König Ludwig II., ein russisches Volkslied, und das heißt: Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen? Und zu diesem Lied gibt es eine von den vielen netten Episoden über den König. Der König ist regelmäßig von Linderhof aus nach Oberammergau geritten, weil dort ein Postillon gelebt hat, der besonders gut blasen konnte. Und von dem hat er sich dieses Lied vorspielen lassen und hat ihm zum Dank dafür ein Posthorn aus Silber geschenkt. Und es weiß kaum einer, dass es dem Ludwig sehr, sehr wichtig war, dass die königlichen Postillone alle eine gute musikalische Ausbildung hatten. Und ich liebe einfach einen König, der auf solche Dinge Wert legt, mehr als auf Krieg führen. Und darum sollte er jetzt von uns dieses Lied hören, König Ludwigs Lieblingslied: Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen? Seht ihr drei Rosse vor dem Wagen und diesem jungen Postillon? Von weitem hört man ihn klagen und seines Glückes dumpfen Ton. Von weitem hört man ihn klagen und seines Glückes dumpfen Ton. Schießt der Wald und er erschien sein Mädchen an, sind von den Augen den schönen Blauen, die er nicht mehr bewundern kann, sind von den Augen den schönen Blauen, die er nicht mehr bewundern kann. Leg vor der Augen den schönen Blauen, wenn ihr Es ist schon fast 5 Jahre her,
wo ich meinen ersten Vortrag über die Aufzeichnungen des Leibarztes von König Ludwig II. Gehalten habe im Museum der Könige. Und seitdem ist unglaublich viel passiert, was dieser Vortrag alles ins Rollen gebracht hat. Dutzende von Zeitungsartikeln sind erschienen über mich und meine Sammlung und meine Forschungen. Die Sammlung umfasst mittlerweile 1500 Exponate, fast alles persönliche Gegenstände vom König oder Dokumente von ihm oder eben die zahllosen Geschenke, die er immer wieder in reichem Maße gemacht hat. Insgesamt sind bisher 5 Fernsehauftritte daraus geworden, unter anderem eine Sendung in Wir in Bayern, die ganz schön geworden ist. Und übrigens am Samstag in Dreisat kommt um 20.15 Uhr wieder ein Film über Neuschwanstein. Und meine Sammlung Kamina Inside heißt es, ein russischer Moderator ist es, der den Film macht. Ja, wie gesagt, über Neuschwanstein. Und bald wird in Arte auch was ausgestrahlt und im bayerischen Fernsehen müsste in nächster Zeit auch noch was kommen über unsere Ritte, die wir auf Spuren König Ludwigs zu den ganzen Bergresidenzen vom König gemacht haben. Und durch diese Zeitungsartikel und Fernsehsendungen sind unglaublich viele neue Stücke zu mir in die Sammlung gekommen und ich habe viele interessante Leute kennengelernt, die mein Bild vom König Ludwig weiter verfestigt haben und viele Dinge bewiesen haben. Ganz besonders inspirierend war für mich die Begegnung mit Dr. Alexander Rauch, mit dem ich zu Filmaufnahmen auf dem Schachen war. Ich kann euch den nur sehr empfehlen, von ihm gibt es viele Bücher über den König Ludwig. Und der hat ungeheure Arbeit geleistet, die ganze Symbolik von König Ludwig wirklich zu entschlüsseln, ganz besonders zu Herrn Chiemsee. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, obwohl man ja sicher immer nur noch einen Bruchteil dessen weiß, was das für den König alles bedeutet hat. Jedenfalls ist es so, dass nicht ein Detail in den Schlössern nicht aus seinen eigenen Ideen entstanden wäre und genau seine eigenen inneren Pläne ausgedrückt hat. Das ist nicht wie bei anderen Herrschern, die irgendwelche Architekten engagieren, die irgendwas hinstellen, sondern jedes kleinste Detail, jeder Türgriff, jedes noch so kleine Symbol im Schloss hat dem König wirklich ganz, ganz viel bedeutet. Die andere Begegnung war eine ganz junge Frau, Paula Hess, eine junge Forscherin, die im Geheimen Hausarchiv speziell über die Brüder Hornig recherchiert hat, was mir auch sehr weitergeholfen hat, weitere fundierte Beweise über das, was der Professor Wichmann alles so aufgestellt hat, zu finden. Also durch diese Begegnungen haben sich insgesamt die Geschehnisse in der Todesnacht vom König nochmal deutlich verschärft. In meinem damaligen Vortrag, und gestern habe ich den ja hier auch gehalten, habe ich die Beschreibung von Professor Wichmann über den Hergang in der Todesnacht noch als abenteuerliche Geschichte bezeichnet, weil es eben kaum Beweise gab. Und allein durch meinen Vortrag damals hat sich so viel als Tatsache beweisen lassen. Professor Wichmann hatte nach der Auswertung von den Briefen des Leibarztes an seinen engen Freund, den Maler Hermann Kaulbach, folgenden Hergang beschrieben. Und zwar sind an dem Todestag des Königs der Dr. Schleiß von Löhmfeld, der Leibarzt, sein Freund, der Maler Hermann Kaulbach, der Stallmeister Richard Hornig
und dessen Bruder Major Ewald Hornig sowie der Graf Karl von Rambaldi den ganzen Tag vor dem Schloss Berg in einem Ruderboot auf- und abgerudert und das bei heftigen Regenfällen. Mittlerweile habe ich viele Beweise gefunden von Leuten, die das tatsächlich als Augenzeugen gesehen haben. Unter anderem der Erschaffer der Bavaria, der Erzgießer Ferdinand von Miller, der die fünf Leute in dem Boot mit eigenen Augen gesehen hat. Aber auch der Professor Gutten hat bei seinem ersten Spaziergang mit dem König am Vormittag zwischen 11.15 Uhr und 12.15 Uhr diese Beobachtung gemacht und hat ganz aufgeregt seinen Mitarbeitern gesagt, der Leibarzt, der rudert da draußen rum mit anderen Herren und es hat ihn wohl sehr beunruhigt. Und jetzt will ich euch erst ein bisschen, damit man das im vollen Maße versteht, diese fünf Männer beschreiben. Alle fünf sind ganz enge Freunde und ganz nah beim König gewesen. Alle lebten direkt um Schloss Berg herum. Und es geht schon los, dass ich in dem Geschenkbuch, was der König seinem Leibarzt geschenkt hat, in dem ersten Teil gefunden habe, wo er das als Gästebuch verwendet hat, dass da diese fünf Männer immer wieder auftauchen. Also die waren häufig zu Besuch beim Leibarzt, denn der hatte seine Villa da am Starnberger See in Berg gebaut. Und wie gesagt, diese fünf Männer waren ganz enge, gute Freunde und man muss wirklich begreifen, was für eine Wucht an Kompetenz und an Glaubwürdigkeit sich in diesem Boot befunden hat. Also alles fünf ganz respektable Persönlichkeiten. Wir fangen mal an mit der Nummer eins, dem Stallmeister Richard Hornig, geboren am 10. September 1841 in Basedorf, Mecklenburg und gestorben im August 1911 nach einem Sturz vom Pferd. Sein Vater, Ehrenfried Hornig, war der beste Reiter seiner Zeit und der war ebenfalls Stallmeister. Und so überrascht es kaum, dass der Richard, sein Sohn, ein ganz hervorragender Reiter wurde. Seit 1866 hat er zum Stab um den König Ludwig gehört und hat ihn auch begleitet bei dieser triumphalen Frankenreise, wo er alle fränkischen Städte besucht hat und das eine sehr glückliche Zeit für den König war. Aber da hat er ihn wahrscheinlich noch nicht so wahrgenommen. Jedenfalls wissen wir, dass er ihn ein Jahr später dann persönlich kennengelernt hat und lieben gelernt hat. Und zwar wissen wir das aus dem Tagebuch des Königs. Denn da hat er am 6. Mai 1867 eingetragen, dass wir uns an jenem seligen 6. Mai 1867 kennenlernten, um uns nie mehr zu trennen und nie voneinander zu lassen bis zum Tode. Und unter diese Eintragungen sind neben Ludwigs Unterschrift auch die vom Richard Hornig zu sehen. Und rechts und links befinden sich Buchstaben ineinander verschlungen, eben das L und das R, Ludwig und Richard, als Zeichen der Verbundenheit. Eine immerhin 18-jährige ganz enge Freundschaft ist bei diesem ersten gemeinsamen Spazierritt von Schloss Berg aus am Starnberger See entlang entstanden.
Richard hat ihn bei fast allen Gelegenheiten begleitet, sowohl nach Paris auf die Weltausstellungen als auch zu den Separatvorstellungen im Residenztheater. Er hat als Privatsekretär alle Bauprojekte des Königs betreut, hat mit Architekten und Künstlern verhandelt. Er hat Bücher besorgt, Kunstgegenstände für den König. Und er ist zweimal nach Capri gereist im Auftrag des Königs, um das ganz spezielle Blau der Grotte von Capri für den König einzufangen. Er begleitete den Ludwig auf all den zahlreichen und berühmten Kutschfahrten und Schlittenfahrten durch die Nacht. Und das waren oft wirklich sehr gefährliche Touren, auch bei Eis und Schnee. Und sowohl der Richard als auch der Ludwig haben öfters schwere Stürze erlitten. Der Richard wurde viel vom König beschenkt. Zum Beispiel bekam er einmal den Michaelsorden und dazu noch die englische Vollblutstute Good Enough. Der König überraschte seinen Stallmeister sogar mit einer neu erbauten Villa im Schweizer Stil mit angrenzenden Pferdeställen und Kuhstall und fast 3 Hektar Grund. Zuvor stand auf diesem Grundstück ein kleines Bauernhäuschen und wie Alfons Schweigert in seinem Buch Ludwig II. Und seine Paradiese am Starnberger See beschreibt, kam der König dort am 10. Mai 1972 bei einem Spazierritt vorbei und hat den ihm zu modernen Stil kritisiert. Und so wurde kurzerhand der Stallmeister auf eine Dienstreise geschickt und in dieser Zeit wurde dann das Schweizer Haus erbaut in nur 2 Monaten aus Holzbauweise und der Richard damit überrascht. Für den König war das oberste Zimmer mit dem Balkon reserviert und dort hat sich der König ganz oft auch aufgehalten. Von dort hatte man nämlich einen herrlichen Blick über den Starnberger See. Und der König kam dort oft hin, oft erst weit nach Mitternacht und kam zu Besuch. Und wie Ludwig so ist, er hat immer großen Wert darauf gelegt, dass dann die Kühe auch auf der Weide vorm Haus waren und dass die alle Kuhglocken dran hatten. Und er hat sich daran sehr ergötzt. Es war sogar geplant, noch einen Wasserfall hinter der Villa zu bauen. Und man weiß, als der König gestorben ist, hat der Richard dieses Zimmer vom König nie mehr betreten und ließ es völlig unverändert. Es gibt zwar viele Gerüchte, auch bei Gottfried Böhm, dem ersten Biograf Ludwig II., dass der König verärgert gewesen wäre, als der Richard im Mai 1871 die Anna Huber geheiratet hat. Aber immerhin hat ihn das nicht davon abgehalten, weiter regelmäßig die Villa zu besuchen, auch wenn die Anna und die Kinder da waren. Und es gibt sogar viele Beweise und Überlieferungen, dass er auch die Anna mit kostbaren Geschenken überschüttet hat und ihr große Blumensträuße geschickt hat. Die Paula Hess hat bei ihren Recherchen im Geheimen Hausarchiv eine Aussage des besten Freundes von Richard Hornig gefunden. Ein Johann Kohl musste damals bezeugen vor der Entmündigungskommission. Ich weiß es auch, dass Richard nur allein seine Majestät wirklich liebte, mehr als Anna, mehr als alles auf der Welt. Richard ist zwar artig gegen Anna, aber einer besonderen Aufmerksamkeit kann sie sich nicht erfreuen.
Andererseits muss man sehen, die beiden waren immerhin 50 Jahre verheiratet. Sie starb vor ihm im gleichen Jahr, 1910 oder 1911, als er schwer vom Pferd stürzte und Anfang August an den Folgen dieses Sturzes durch eine Magenblutung verstarb. Er liegt mit ihr auf dem alten Südfriedhof in München begraben, wo so viele Menschen um den König Ludwig begraben liegen. Nun zu der zweiten Persönlichkeit in diesem Ruderboot, der Bruder von Richard Hornig, sein 2 Jahre jüngerer Bruder, der Major Ewald Hornig. Der war wohl weniger fein und weniger gebildet als sein Bruder. Es gibt zahllose Berichte, dass er immer wieder gerügt worden ist und sogar bestraft worden ist wegen verschiedener Prügeleien. Er schlug die militärische Laufbahn ein und nach seiner Entlassung aus dem aktiven Militärdienst war er als Bereiter und Reitlehrer für die Pagen und die Offiziere des Königs zuständig. Er nahm dann aber wieder am Krieg 70-71 gegen Frankreich teil und wurde dort wegen Tapferkeit mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Auch er war ein exzellenter Reiter und noch 1886 im Todesjahr des Königs hat er ihn zum Major befördert. Der heiratete 1883 die jüngste Tochter Clara des reichen Chemieunternehmers Christoph Heinrich Böhringer, der in direkter Nachbarschaft zur Hornig-Villa wohnte. Böhringer hatte 1880 vom Grafen Rambaldi, der dann auch in dem Boot ist, das Schloss Allmannshausen gekauft. Als sein Bruder Richard 1885 beim König in Ungnade fiel und als Gestützleiter fast 100 Kilometer entfernt in Rohrenfeld bei Neuburg arbeitete, lebte dann Ewald Hornig mit seiner Familie in der Hornig-Villa. Dann kommen wir zum dritten der Freunde, dem Karl Borromäus Graf von Rambaldi. Seine Familie war im 18. Jahrhundert aus Verona nach München gekommen und er hatte im gleichen Jahr wie der Ewald Hornig ebenfalls eine Tochter des Chemieunternehmers Böhringer geheiratet, Mathilde Böhringer. Und sie bekam er das verkaufte Schloss Allmannshausen wieder zurück. Er war also der Schwager von Ewald Hornig. Er arbeitete als Geschichtsforscher und als Schriftsteller. Und man weiß, dass er besonders gute und schnelle Pferde für die Flucht des Königs bereitgehalten hatte. Von seiner Frau weiß man, dass sie immer wieder berichtet hat, dass der Graf in der Todesnacht des Königs sehr spät heimgekehrt war und extrem verstört war. Aber er hat zu ihr nur gesagt, wir haben einen Hut gefunden, die Sache ist aus. Mehr konnte sie nicht aus ihm herausbekommen. Und auch später äußerte sich der Graf nie. Er ist am Friedhof in Aufkirchen begraben. Interessant ist, dass am 17. Oktober 1979 die Enkelin eben dieses Grafen einen Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung geschrieben hat. Und da schreibt sie eben, dass ihr Opa, der Graf Rambaldi, und die Hornig-Brüder vormittags und gleich nach dem Mittagessen wieder vor Schlossberg hin und her gerudert wären. Und auf die Frage seiner Frau beim Mittagessen, warum sie denn das täten, hätte der Graf ausweichend geantwortet, das mache ihnen eben Spaß.
und das trotz des andauernden heftigen Regens. Und nun kommt's, die Enkelin schreibt, in dem Kahn befanden sich noch zwei weitere Herren. Und diese Herren sind eben unser Leibarzt Dr. Schleiß von Löwenfeld und sein enger Freund, der Maler Hermann Kaulbach. Dann kommen wir zum vierten im Freundesboot, zum Hermann Kaulbach. Er machte am gleichen humanistischen Gymnasium in Nürnberg sein Abitur wie ich. Und schon dort begann er zu zeichnen. Sein Vater Wilhelm Kaulbach war der Direktor der Münchner Kunstakademie. Und Hermann verehrte seinen Vater sehr und war sehr betrübt, als dieser in München 1874 an der Cholera verstarb. Den Schock verwand er lange nicht. Auf Wunsch seines Vaters studierte er erst Medizin in München, hat seine Examensarbeit über Phrenologie, das ist die Schädelkunde, erfolgreich geschrieben. Aber nach 2 Jahren wechselte er auf die Münchner Kunstakademie und studierte bei Karl Theodor Piloty. Schon bald wurden seine Gemälde berühmt und wurden auf den verschiedenen Weltausstellungen ausgestellt. Und er wurde ein höchst gefragter Maler, der zum Beispiel Voltaire gemalt hat oder den Komponisten Anton Bruckner oder den Nilforscher Georg Schweinfurt. Er erhielt zahllose Ehrungen und wurde 1889 zum Professor ernannt. Wichtig ist, dass der König ihn beauftragt hatte, Freskenentwürfe für den großen Saal in der Burg Falkenstein zu gestalten. Und man weiß, dass beide sich intensiv mit der Dichtung Ludovico Ariosto, dem Göttlichen, auseinandergesetzt haben. Denn Ludwig fand diese Dichtung Orlando Furioso, dass dieser Dichtung der erste Platz überhaupt gebührt. Und der Maler und der König und der Leibarzt Dr. Schleiß hätten oft über diese Entwürfe diskutiert. 63-jährig verstarb der Hermann Kaulbach 1909 und ist auch auf dem alten Münchner Südfriedhof beerdigt. Also ihr seht schon, was für eine Wucht an Persönlichkeiten in diesem Boot waren. Und über den fünften habe ich ja im ersten Vortrag schon berichtet, eben der Leibarzt Dr. Max Schleiß von Löwenfeld. Nur noch mal kurz zusammengefasst, er war schon Leibarzt bei König Max II. Und von Geburt an bei Ludwig II. Er lebte regelrecht mit dem König in dessen Schlössern und hatte eine eigene Villa in Berg. Er schuf wesentliche medizinische Werke, unter anderem die Entstehung der Epidemien. Inzwischen habe ich von Nachkommen von Bauarbeitern von Neuschwanstein erfahren, dass der Arzt sehr beliebt war bei den Bauarbeitern, weil immer, wenn etwas passiert war am Bau, dann hat der Ludwig seinen Leibarzt geschickt und er hat liebevoll und rührend diese Bauarbeiter dann verarztet. Und er ist richtig verehrt worden auch von diesen Bauarbeitern. Als der Maler Professor Wilhelm Hauschild ohnmächtig vom Gerüst der östlichen Giebelfront vom Palas von Neuschwanstein stürzte, kam eben auch Dr. Schleiß von Löwenfeld zur Hilfe. Der Professor hatte bis zur Erschöpfung die Patrona Bavaria und den heiligen Georg gemalt und er brach sich beim Sturz die Schulter und hat sich eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen.
Auch da ist überliefert, dass er sich rührend betreut gefühlt hat von dem Leibarzt. Bei der Gelegenheit will ich kurz erwähnen, was ja auch im Musical erwähnt ist, dass der König ganz ungewöhnlich soziale Leistungen für seine Arbeiter initiiert hatte, was damals noch völlig ungewöhnlich war. So kamen circa 39 Familien in den Genuss einer Rente bei Verletzung oder Tod von Bauarbeitern. Und oft ließ Ludwig zu dieser festgelegten Rente noch aus seiner persönlichen Schatulle einiges an Geld dazulegen. Zum Beispiel am 18. April 1884 verunglückte der Maurer Haberl, weil ein Baugerüst zusammenbrach. Dr. Schleiß von Löwenfeld war wohl sehr, sehr beliebt. Die Luise Kobell hat viel über ihn geschrieben in ihren Erinnerungen. Da die Kobells und der Leibarzt eine Zeit lang im Schloss Elstholz zusammen gewohnt haben, denn das hatte der Ludwig als Dienstwohnung neben Schloss Berg noch gekauft. Und man feierte dort wohl viele ausgelassene Feste und der Arzt trug zur Tafel selbst erlegtes Wild oder Hechte und Renken, die er im Starnberger See gefangen hatte, bei. Und oft begleiteten die Kobell-Kinder den Leibarzt bei der Jagd, bei der sein Lieblingshund Hektor nie fehlen durfte. Er wird als äußerst lebensfroh, geistreich und lustig beschrieben. Verbittert wurde er erst durch die Entmündigung und den Tod seines geliebten Königs. Nach der Entmündigung reagierte er sofort und gab von Berg aus eine Pressemitteilung an die Zeitungen, dass er als Leibarzt des Königs niemals Anzeichen einer Geisteskrankheit bei seinem König bemerkt hätte. Und wie lebensgefährlich das zu dieser Zeit war, zeigt das Schicksal von einigen Journalisten, die für Monate hinter Gittern verschwanden, nur weil sie gewagt haben, zu berichten, dass das Vorgehen gegen den König nicht legal war. Am 16. Juni 1886 kolportiert die Allgemeine Münchner Zeitung von Dr. Schleiß von Löwenfeld folgende Worte: O mein guter König, wie soll ich, alter Mann, dieses Leid überleben, das über dich gekommen ist? Aber schon am 17. Juni musste Dr. Schleiß und sein Kollege Dr. Gietl, ebenfalls Leibarzt beim König, auf der königlichen Polizeidirektion antreten und ihre Behauptungen widerrufen. Die neuen schriftlichen Erklärungen wurden gleich von der Polizeidirektion München an die Zeitungen zugestellt. Was will man dazu noch sagen? Nachdem ich meinen ersten Vortrag da drüben im Museum der Könige in Hohenschwangau gehalten hatte, wurde mir eine Kopie von einem Brief von Dr. Schleiß von Löwenfeld zugespielt, die im geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher lagert. In diesem Brief vom 3.6.86 schreibt Dr. Schleiß an den aktuellen Kabinettssekretär Alexander von Schneider. Dieser Alexander von Schneider hat übrigens auch gegenüber der Entmündigungskommission ausgesagt, als persönlicher Sekretär des Königs, dass er nie Anzeichen einer Geisteskrankheit beim König entdeckt hätte und deshalb hat man ihn dann gleich gar nicht erst weiter vernommen. Also in diesem Brief schreibt der Leibarzt an ihn: Welch eine Ungeheuerlichkeit,
Materialien zu sammeln und einen irren Arzt von dem bei dem Ärzten bekannten zweideutigen Charakter eines Gutens Motive zu geben, den König als Narren zu erklären, ohne ihn je gesehen zu haben. Nur ein Gefühl haben diese Herren, das des Neides, dass der König seine Gaben nicht an sie vergeudet hat. Ich kann nur fluchen, aber der Fluch eines Gerechten, sagt man, steigt zum Himmel. Auch meldete sich nach meinem ersten Vortrag Dr. Roland Brey, Amtsarzt aus Amberg, und hat mir berichtet, dass der Vater von dem Leibarzt, Christoph Raphael Schleiß von Löwenfeld, noch heute in Amberg hoch verehrt sei, denn der wirkte dort als Amtsarzt in Schwandorf und Amberg. Und er galt als besonders fortschrittlicher Arzt. Er unterstützte die Einführung der Pockenschutzimpfung und probierte die Blatternimpfung sogar an seinen eigenen Kindern aus. Dann erkämpfte er, dass in Bayern als erstes Land weltweit ab 1807 offiziell die Pockenimpfung eingeführt wurde. Er wurde von Ludwig I. zum Königlichen Rat ernannt. Er war Mitglied der Freimaurerloge und sorgte für manche Verbesserung im Landkreis, was Hygiene und Wöchnerinnenfieber betraf. Er kämpfte gegen die körperliche Züchtigung bei Kindern, sorgte für unehelich geborene Kinder und sorgte für ein Verbot der gesundheitsschädlichen Schnürmieder bei jungen Frauen. Schon der Großvater von dem Leibarzt, Dr. Med. Bernhard Josef Schleiß von Löwenfeld, diente in Sulzbach der Pfalzgräfin Franziska Dorothea als Leibarzt. Diese war ja dann die Mutter des ersten bayerischen Königs Max Joseph I. von Bayern. Dieser Großvater, der rief 1771 das Sulzbacher Intelligenzblatt ins Leben. Er war Provinzialoberster der Gold- und Rosenkreuzer. Und es gibt viele wichtige Episoden aus dem Leben des Großvaters. Eine ist vielleicht ganz aufschlussreich. Er war als Arzt so aufgeschlossen, dass er in seiner wissenschaftlichen Neugier zu einem berühmt-berüchtigten und sehr umstrittenen Wunderheiler gereist ist, einem Johann Christoph Gassner in Ellwangen im Allgäu. Dieser hatte aus heutiger Sicht einen ganzheitlich therapeutischen Ansatz und er begleitete diesen Wunderheiler mit kritisch, aber aufgeschlossenen Augen. Und groß war seine Überraschung, dass ihn dieser Wunderheiler von einer sehr schlimmen Gicht geheilt hat, die ihn sehr geplagt hat. Und so lud er diesen Wunderheiler in seine Heimatstadt ein, für einige Wochen, damit er dort wirken könnte, und führte darüber penibel Protokolle und verfasste mehrere Verteidigungsschriften für diesen Wunderheiler. So aufgeschlossen und dem Fortschritt dienend war also diese Familie schon generationenlang, und der Leibarzt des Königs war mindestens in der dritten Generation Arzt in dieser Familie. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie in diesem Khan wirklich 5 höchst angesehene Persönlichkeiten sich versammelt hatten. 2 Brüder im höchsten Dienst beim König, ein höchst angesehener Künstler, aktuell beauftragt vom König, und 2 Schwager, Rambaldi der Geschichtsforscher und Ewald Hornig der Major,
die jeweils zwei Töchter des Chemieunternehmers Böhringer geheiratet hatten. Alle im Alter zwischen 40 und 45 Jahren, nur der väterliche Freund, der Leibarzt, im Alter von 77 Jahren. Allein die Tatsache, wie kalt und regnerisch dieser 13. Juni 1886 war, zeigt, wie groß ihre Leidenschaft war, dem König zu helfen. Alle wohnten ja ganz nah beieinander. Und mit dieser Information ist es dann nicht mehr so unwahrscheinlich, dass diese fünf Freunde, als sie die Todesschüsse hörten, als erstes zur Stelle waren, wie es Professor Wichmann schon immer behauptet hatte. Es liegt nahe, dass sie die Leiche des Königs ins Bootshaus brachten und dort hat dann Kaulbach die ersten Skizzen vom toten König angefertigt. Interessant ist, dass am nächsten Tag das Bootshaus abgerissen wurde. Stellt euch mal vor, das spricht eine deutliche Sprache. Während Hunderte von Menschen Abschied vom König nahmen, darunter die Kaiserin Elisabeth von Österreich, ist da draußen Baulärm und Krach, weil man unbedingt ein Bootshaus abreißen muss. Also da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Da musste man offensichtlich dringend Blutspuren verwischen. Sonst wäre es ja eine Pietätlosigkeit, sondersgleichen. Also es mussten da Blutspuren beseitigt werden. Wasserleichen hinterlassen keine Blutspuren. Und so entstand nach den Skizzen das Triptychon von Hermann Kaulbach, das am 7. November 1967 gegen 14 Uhr von Professor Siegfried Wichmann Gott sei Dank fotografiert wurde. Die Aufnahmen sind im Fotoarchiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung inventarisiert. Die Echtheit kann also von niemandem angezweifelt werden. Professor Wichmann war damals der Oberkonservator von der Staatsgemäldesammlung und ihm wurden diese drei kleinen Ölbilder zur Begutachtung vorgelegt. Hinten sind die Dargestellten bezeichnet, Dr. Schleiß von Löwenfeld, König Ludwig II und Stallmeister Richard Hornig. Die bewegte Physiognomie Ludwigs vor der Leichenstarre zeigt die grausame und schmachvolle Wirklichkeit. Die geöffneten Lippen klagen förmlich die Mörder an. Das schwärzlich gestockte Blut zeugt von einem Lungenschuss. Gewalt, Not und Tod, ein ungeheures Vergehen am König wird hier für alle Ewigkeit dokumentiert. Gut zu sehen ist auf dem Gemälde auch der fast zahnlose Mund des Königs, nur noch eine sogenannte Zahnpièce, also eine Zahnspange, ist am linken Oberkiefer zu erkennen. Die Darstellung des Leibarztes drückt durch den geöffneten Mund das Entsetzen und den maßlosen Schrecken aus, laut wie ein stummer Schrei. Das Porträt Richard Hornigs zeigt die Tränen der Reue und vielleicht die Tränen der Scham, denn er hatte noch vor der Entmündigungskommission ausgesagt, wohl aus massivem Zwang, vielleicht auch durch Erpressung wurde er dazu gebracht, um seine Familie zu schützen. Man spürt förmlich, wie der Künstler der Welt die Schmach der Tötung des hochverehrten Königs mitteilen will. Von ihm ist folgender Ausspruch mehrfach überliefert, der mir sehr zu Herzen geht. Er sagt: Der Realismus genügt nicht. Die Wahrheit sagen
im Gebet vor unserem Gott und Vater, das ist die Hoffnung. Allein diesen Ausbruch zu wissen zeigt, mit was für einer Ernsthaftigkeit er diese Gemälde sicher angefertigt hat. Das hochqualitätsvolle Triptychon ist wissenschaftlich deshalb besonders wertvoll, weil ja Hermann Kaulbach vorher Medizin studiert hatte, unter Schwerpunkt Phrenologie, also die Schädelkunde war. Medizinische Fachkenntnis ist also da gepaart mit höchster künstlerischer Kompetenz und lässt hier eine wirklich exakte Wiedergabe erwarten. Kaulbach war viel in den Totenhäusern unterwegs und hat sich große Fertigkeit erworben, schnelle Skizzen von Leichen gekonnt anzufertigen. Er trug immer einen kleinen Malkasten bei sich, offensichtlich auch in der Todesnacht, denn genau diese Maße, solche kleinen Leinwände konnten eben in diesem Malkasten aufgespannt werden. Professor Wichmann zitiert aus einem Brief von Dr. Schleiß von Löwenfeld: Für den ersten Entwurf benötigte er circa 20 Minuten durch die Erfahrung in den Totenschauhäusern. Wie gesagt, das Triptychon besteht deshalb aus drei kleinen Leinwänden, weil in dem Malkasten nur so kleine Leinwände eingespannt werden konnten. Sie wurden dann später auf Karton aufgezogen. Auch die Leinwände sind damals von Spezialisten untersucht worden und aus der Zeit 1880 bis 83 datiert. Richard Wurm, München, ist der Hersteller der Leinwände. Und durch die Anordnung der Buchstaben auf dem Rücken der Leinwand ist die genaue Datierung möglich. Ein weiteres Detail klärte sich nach meinem ersten Vortrag. Es ist von großer Bedeutung, dass Karl Theodor Freiherr von Washington zwar seine Erinnerungen an die letzten Tage des Königs von Bayern veröffentlichte, aber eine für uns wichtige Tatsache verschwiegen hat. Er hatte nämlich direkt, nachdem man in Schloss Berg unruhig geworden war, weil der König und Dr. Gutten nicht wieder auftauchten, als erstes eine Hausdurchsuchung in der Villa Hornig angeordnet. Man hatte also, bevor man die Suche im Park aufnahm, erst einmal in Seeleiten die Villa durchsucht. Man fand in Haus und Hof nichts, außer dass mehr Pferde als sonst im Stall untergebracht waren. Statt zwei Pferden standen dort 10. Am Ende meines ersten Vortrags dort drüben im Museum der Könige steckte mir eine Frau beim Verlassen des Saals fast konspirativ Unterlagen zu. Und darunter war ein Brief an diese Dame von einem gewissen Volker Stutzer und eine Kurzgeschichte von ihm. Ich habe dann recherchiert und herausgefunden, dass Volker Stutzer ein angesehener Journalist und Autor ist, der 1927 geboren ist, der also heute 94-jährig ist. Er war über lange Zeit Kreisarchivleiter in seiner Gemeinde und ist Träger des Bundesverdienstkreuzes, also auch eine anerkannte, respektable Persönlichkeit. Und in dieser Kurzgeschichte geht es um brisante Details zum Tode König Ludwigs. Als kleiner Junge lebte Stutzer mit seiner Familie in der Nachbarschaft vom Hofgut Ornatsöd im Bayerischen Wald. Und der Besitzer dieses Gutshofs war Hermann Gutten, ein Enkel von Dr. Bernhard Gutten. Sein Vater, der Sohn Bernhard Gutten, war der international renommierte Maler Rudolf Gutten.
Und dieser Hermann Gutten, also der Enkel von dem Psychiater, bewirtschaftet das historische Gut, wie damals üblich, mit Knechten und Mägden und Pferden. Der Vater von Volker Stutzer war sehr eng mit diesem Hermann Gutten befreundet. Die Kinder wurden vom gleichen Hauslehrer unterrichtet und Volker wuchs gleichsam auf dem Gut auf und war eng mit der Tochter Ruth befreundet. Diese beschreibt er als liebevoll und er schreibt über Hermann Gutten, wie sehr er ihn bewundert hat, weil er ein mutiger Kutschfahrer war und sein Rappgespann von niemand anderem gebändigt werden konnte. Seine Frau Luise wurde liebevoll Tante Lou genannt. Sie besaß heilende Hände und hat in der Zeit des Ersten Weltkriegs vielen Verwundeten in den Lazaretten die Schmerzen gelindert. So lernte sie auch ihren Mann Hermann Gutten im Lazarett kennen, der als Artillerieoffizier verwundet war. Die Tochter der beiden, Ruth, genannt Ruti, war eine elfenschöne, von blonden Haaren umwehte Schönheit, die wohl der Volker sehr geliebt hat. Das Gutshaus war voller Jagdtrophäen, Wolfs- und Bärenfällen, da Rudolf Gutten ein leidenschaftlicher Jäger war. Hermann selber jagte nicht, hielt aber die vererbten Trophäen in Ehren, wie er überhaupt das Andenken seines Vaters pflegte. So waren auch viele Gemälde von dem Vater im Haus noch zu sehen. Durch die heilenden Hände war die Familie Gutten sehr offen für esoterische Grenzfragen und beschäftigte sich mit verschiedenen Heilslehren, besonders mit der damals sehr umstrittenen Augendiagnostik. Aber schon dem Knaben Volker Stutzer fiel auf, dass irgendwie ein Schatten über der Familie lag. Es waren nicht nur die gruseligen Trophäen des Vaters von Hermann Gutten, die Atmosphäre verdüsterten, nein, es war die Präsenz des Großvaters, des Psychiaters, des Königs. Es fiel ihm schon als Knabe auf, dass wenn er das Zimmer betrat, oft die Gespräche der Erwachsenen abbrachen oder dass in sehr verschwörerischer Weise über die Geschehnisse um den Tod des Königs gesprochen wurde. In einer Truhe fand eines Tages der elfjährige Volker beim kindlichen Stöbern gebündelte Akten und Papiere mit amtlichen Briefköpfen, in denen es um den König und Dr. Bernhard Gutten ging, der Familienschatten. Nachdem entdeckt wurde, dass der kleine Volker darin gewühlt hatte, verschwand diese Truhe und wurde nicht mehr gesehen. Die Zeitläufe gingen weiter. Guttens Frau Lou starb, die Tochter Ruth wanderte nach Australien aus. Das Gut wurde an den Großvater des Kabarettisten und Schauspielers Ottfried Fischer verkauft. Und Volker musste noch furchtbare Kriegserlebnisse als junger Rekrut im Zweiten Weltkrieg verkraften. Es war der 30. April 1974, als der damalige Zeitungsredakteur Volker Stutzer einen Anruf vom Chefarzt des Krankenhauses bekam. Er möchte schnell kommen. Hermann Gutten liege im Sterben und verlange ganz dringend nach ihm und wolle nur mit ihm reden, seinem Völkerli. Stutzer bemerkte im Krankenzimmer angekommen sofort den aus großer Tiefe kommenden Blick Guttens. Seine Augen schauten bereits mehr ins Jenseits. Schön, dass du kommst, Völkerli, sagte er.
ich wollte dich unbedingt noch sehen, niemand anders darf kommen. Er umfasste mit seinen mageren, lederartigen Händen die Hand des damals 47-Jährigen und ließ ihn nicht mehr los. Ich muss dir etwas sagen. Ein Versprechen hat mich gebunden zu schweigen. Nun sterbe ich und bin dessen ledig. Du darfst und musst es wissen. Du hast ja einmal die Truhe aufgemacht. Wir Guttens haben immer gewusst, dass der König nicht ertrunken ist. Und wir alle wussten, dass sowohl der König als unser Großvater erschossen wurden. Der König wollte fliehen und aus dem Gebüsch hinterrücks wurden sie erschossen. Ich habe als junger Mensch das Hemd mit den beiden Löchern im Rücken gesehen. Ach, es ist so vieles vertuscht und verdreht worden. In der Truhe waren all die Beweise. Aber wir haben alle geschworen, sie versteckt zu halten und nie etwas über das, was vorgefallen ist, zu sagen. Wir haben das Versprechen gehalten. Hermann Gutten ließ die Hand Volker Stutzers erst los, als seine Seele den Körper verließ. Er starb vor den Augen Völkerlis und er hat ihn beauftragt, darüber zu berichten. Aber wie erstaunt war der Journalist, dass er nicht das geringste Interesse der Historikerzunft am Familiengeheimnis der Guttens wecken konnte. Und so hat er nur in dieser Kurzgeschichte das Vermächtnis Hermann Guttens verarbeitet, ohne großes Echo. Nun war mein Forschergeist geweckt. Lebte dieser 94-jährige Mann noch? Kann ich noch Näheres von ihm erfahren? Was kann ich in Ornatsöd noch finden? Ja, Volker Stutzer lebt noch. Und so vereinbarte ich einen Besuch und fuhr in den Bayerischen Wald. Volker Stutzer, sehr gebrechlich, empfing mich freundlich in dem Haus, das sein Vater gebaut hatte, und bestätigte im vollen Umfang die Fakten der Geschichte. Und er schenkte mir viele Fotos aus den Jahren um 1930 von den Hauptpersonen der Geschichte. Was ist aus den Papieren in der Truhe geworden? Ich konnte herausfinden, dass sie mit anderen Teilen des Wittelsbacher Hausarchivs wegen der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg nach Prag gebracht wurden. Man war sich sicher, die Alliierten würden auf keinen Fall den Hradschin bombardieren. Sie hatten recht, es fielen keine Bomben auf die Kaiserburg. Aber den Rachedurst der Tschechen hatte man nicht bedacht, denn diese stürmten 1945 den Hradschin und zündeten die Archive an und alle Papiere mit den Beweisen aus der Truhe sind dort verbrannt. Hermann Gutten wurde, obwohl bis 1974 sehr verarmt, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung am Friedhof von Gotzdorf begraben. Seltsam ist, dass er kein eigenes Grab wollte. Er wollte nicht, dass jemand an ihn denkt. Und so kam er in das Grab der Familie, bei der er als letztes logierte. Kein Hinweis auf ihn ist heute auf dem Friedhof zu finden. Dann besuchte ich mit Herzklopfen das Gut Ornatsöd, wo heute der Bruder von Ottfried Fischer mit seiner Familie lebt. Freundlich wurde ich dort aufgenommen. Und ich durfte sogar die mehrere hundert Jahre alte Truhe, in der die Beweise lagen, die immer noch existiert, fotografieren. Und auch verschiedene Gemälde des Sohnes von Psychiater Gutten hängen dort noch an den Wänden. Jedes Detail
ließ sich verifizieren, aber wie so oft, die endgültigen Beweise sind vernichtet. Aber die Respektabilität von Volker Stutzer lässt keinen Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Geschichte. Wie so oft scheint die bewusst ausgestreute Lügengeschichte mehr Kraft zu haben als die ans Licht kommende Wahrheit. Wie in einer Nebelwand verschwinden die Blitzlichter der Wirklichkeit. Wann werden endlich die regierungsamtlichen Märchen vom ertrunkenen König bereinigt sein? Oder zum Beispiel die Mär vom ach so einsamen König? Für mich als Sammler zeigt sich in unzähligen Quellen, mit wie unfassbar vielen Menschen Ludwig intensivsten Gedankenaustausch pflegte. Man denke nur an die zu Herzen gehenden Briefwechsel mit Richard und Cosima Wagner, die 5 dicke Buchbände füllen. Man denke an die Korrespondenz mit seiner ehemaligen Erzieherin Sibylle Meilhaus, mit seinem Freund Prinz Wilhelm von Hessen und an die regelmäßigen Briefe an verschiedenste Schauspieler, wie zum Beispiel an Hermine Blant oder an den Maschinisten Brandt, an Bismarck und viele, viele mehr. Die meisten wissen wir wahrscheinlich gar nicht. In meiner Sammlung befinden sich 4 Briefe vom König an seine Cousine, Prinzessin Clara von Bayern. Clara ist die Tochter von Prinz Adalbert von Bayern und der Prinzessin Amalie, geborene Bourbon. Ihr Bruder ist Ludwigs Lieblingsneffe, Prinz Ludwig Ferdinand. Diese 4 Briefe von dem ach so geisteskranken und ach so einsamen König sind in einem Zeitraum von weniger als einem Jahr geschrieben. Und jetzt muss man begreifen, zu diesem Zeitpunkt war die Prinzessin 11 Jahre alt. Trotz der Jugend seiner Cousine und trotz der vielen Sorgen und Ängste, die Ludwig wirklich in seinem letzten Lebensjahr hatte, widmete er sich dieser Cousine mit großer Liebe und Sorgfalt. Da schreibt er ihr am 29. Dezember 84 aus Hohenschwangau, nachdem sie sich für Weihnachtsgeschenke von ihm bedankt hatte: Meine liebe Cousine Clara, mit großem Vergnügen habe ich dein schönes Schreiben gelesen, das in so beredten Worten die Freude schildert, welche dir die von mir auf deinem Weihnachtstisch gelegten Geschenke bereitet haben. Es freut mich zu wissen, dass du beim Anblick dieser Gaben meiner stets gedenken wirst und dir diese Erinnerung ein Sporn sein lassen willst, in deinem löblichen Lerneifer fortzufahren. Und schon 2 Tage später schreibt er ihr wieder, nachdem sie ihm gute Wünsche fürs neue Jahr 85 geschrieben hatte, lebhaft erfreut über das Schreiben, in welchem du mir zum Beginn des neuen Jahres deine Segenswünsche in so herzlichen Worten zum Ausdruck brachtest, sage ich dir für dieselben meinen innigsten Dank und erwidere deine Zeilen mit dem aufrichtigen Wunsche, dass das neue Jahr dir recht viel Freude und Glück bringen möge. Sei überzeugt, dass mir die Wünsche eine große und herzliche Freude bereitet haben, denn ich fühle ihnen die aufrichtige und treue Ergebenheit ab, von welcher dein jugendliches Herz durchdrungen ist. Und als sie ihm dann Fotos schickt von ihrem Fastnachtkostüm, antwortete er ihr am 1. April: Mit herzlicher Freude empfing ich dein liebes Briefchen und die sehr gelungenen Fotografien, welche dich in dem malerischen Kostüme darstellen, in welchem ich dich beim Fastnachtsempfang gesehen habe.
und das dir allerliebst stand. Nimm, liebe Cousine, hierfür meinen wärmsten Dank entgegen. Und wie immer beschloss er seinen Brief in aufrichtiger Anhänglichkeit, liebe Clara, stets dein getreuer Vetter Ludwig. Schreibt so ein Egomane oder ein schwer psychisch Kranker, wie viel Einfühlungsvermögen und Großzügigkeit, Warmherzigkeit und Liebe drücken diese Dokumente aus. Und das kurz vor dem traurigen Ende des Königs. Kein Hauch von Geisteskrankheit, kein bisschen Menschenscheue, kein Egozentrismus. In meiner Sammlung befindet sich die persönliche Tasse König Ludwig II., die er in Schloss Neuschwanstein benutzt hatte, in Form eines Schwanes. Und nach dem Tod des Königs hat diese Tasse eben diese Prinzessin Clara von der Königin Mutter Maria als Erinnerung an den geliebten König erhalten. Und es zeigt einen Nachlassstempel auf der Unterseite der Tasse. Wie sehr der König tatsächlich dankbar, verehrt und von Herzen geliebt wurde, zeigt ein weiteres Dokument aus meiner Sammlung. 2019 konnte ich einen Brief der Hofschauspielerin Hermine Blant erwerben, die einen sehr intensiven Briefkontakt und auch persönlichen Austausch mit Ludwig pflegte. Sie ist am Heiligen Abend 1852 geboren und kam als 23-Jährige 1875 nach München ans Residenztheater. Schon als 6-Jährige hatte sie in Wien als Ballettelevin an der Hofoper gespielt. Mit ihrem lieben Gesicht und ihrer klassisch schönen Figur und ihrer zu Herzen gehenden Stimme verkörperte sie für den König Ludwig das Idealbild einer jungen Frau. Und er wünschte sie fortan in möglichst vielen Separatvorstellungen zu sehen, sei es als Heldin, als Königin, als Liebhaberin. Und so spielte sie unzählige Rollen, die Eboli, die Jungfrau von Orléans, die Sappho, die Antigone, die Minna von Barnhelm, Marie Antoinette, die Julia, Kaiserin Josephine und viele, viele anderen großen Rollen. Und so spielte sie auch für Ludwig die indische Himmelsjungfrau Urvasi in der allerletzten Separatvorstellung am 12. Mai 1885 die Hauptrolle im Stück Urvasi. Sie war zu diesem Zeitpunkt 32 Jahre alt und hatte das Glück, viel mit dem König zusammenarbeiten zu dürfen und sich mit ihm intensiv auszutauschen über das große Werk. Noch völlig überwältigt von der erschütternden Erfahrung, nur für den hohen Gast in dieser heiligen Separatvorstellung ihr Allerbestes zu geben, setzt sie sich noch in der Nacht nach der Vorstellung hin, um an den geliebten Monarchen zu schreiben. Und dieser Brief drückt für mich aus, wie sehr alle vom König Auserwählten, die am großen Ideal des Gesamtkunstwerkes unter seinem Schutz mitarbeiten durften, sich der einmaligen Gelegenheit bewusst waren, eine geradezu heilige königliche Handlung zu zelebrieren. Und ich will euch einige Zitate aus diesem sehr langen Brief vorlesen. Sie schreibt: Die goldene Zeit, von der die Dichter singen und sagen, dass sie längst vergangen sei, begraben läge unter Ruinen,
wie längst vergangenem Geschlecht erschienen. Sie ist uns Glücklichen aufs Neue erstanden, gehört der Fabelwelt nicht länger an. Die Gegenwart erglüht von ihrem Schimmer und sie wird leuchtend bleiben, immer, immer. Und ein künftiges Geschlecht wird noch bewundernd und sehnsuchtsvoll auf unsere Tage sehen, wird unsere Zeit, die goldene, genießen und sie besingen in vielen süßen Weisen. Dem Schöpfer aber all dieser goldenen Tage, dem göttergleichen Spender dieses Glückes, der uns ein holdes Ahnen hat gegeben und paradiesische Wonnen strömt ins Leben, der alles Große liebt und Edles tut, die Künste hebt, das Schöne neu erweckt, der alle will zu Höherem erziehen, dass sie für Edles, Großes nur erglühen, ihm wird man Lobgesänge jubelnd weihen. Er bleibt ein Ideal für alle Zeiten, er wird zum Schönen, Edlen immer leiten. Was sollen wir, das göttliche Geschlecht, das in der Gegenwart den reichen Segen, der seinen holden Musen stets entfließet, in vollem schönsten Maße jetzt genießet, was sollen wir nun sagen, was tun für alles, was du uns gegeben? Wir wollen wandeln stets den Pfad des Guten und gleich der Psyche sollen Lichte schwingen durch unsere Seelen auf zum Lichte schwingen. O König Ludwig, holder, lieber Holder, du nur wandelst schön und rein die Herzen. Welche gütige Fee mag an meiner armen Wiege gestanden haben und dem armen Kinde damals ein so reiches, schönes Geschenk für die Zukunft gegeben haben, welche mir in der bezaubernden, entrückenden, beseligenden, allerhöchsten Gnade eurer Majestät erblühte. Diese seligen, wonnigen Tage jetzt bringen des Schönen und Gnadenvollen so viel, dass ich nicht Worte genug finden kann, um zu danken. Ich habe immer nur dieselben Worte, aber kann ich denn anders sagen, als dass das Gute gut, das Schöne schön und das Edle edel ist? Und gleichbleibend in allem großen Scheinen sind immer Sie, Majestät, immer gleich entzückend, gleich liebenswürdig und bezaubernd. Ich kann nur niedersinken im Geiste zu den Füßen Eurer Majestät und stammeln bringe ich demutsvoll und untertänigst meinen heißen, glühenden Dank dar und meine ewige Treue und Verehrung auch für die unverdiente und reiche, schöne, seligmachende Gnade, welche Eure Majestät mir auch gestern wieder geschenkt. Ein gutes Jahr hatte der König da nur noch zu leben, aber aus diesem Brief wird deutlich, wie groß die Ermutigung und die Inspiration und die Begeisterung war, die von diesem Menschen ausging, der unermüdlich das Reich der Schönheit und der Reinheit zu schaffen versuchte. Und so wie der Leibarzt nach dem Tod des Königs den Verlust unerträglich findet, so war es wohl auch für Herminie Blant. Sie hatte ihm all ihre Kunst geweiht, sie hatte nie geheiratet, nur für den König. Und das höchste Ideal der Reinheit hatte sie gelebt. Alfons Schweigert sagte über sie, wenn sie je einen Mann geliebt,
so war es ihr angebeteter König. Und Ludwig selbst hat einmal zu Josef Kainz gesagt, für mich ist der Darsteller einer edlen Rolle ein edler Mensch. Fräulein Bland könnte ich zum Beispiel niemals einen hässlichen Charakter darstellen sehen. So still, wie sie gelebt hatte, beendete sie 1898 ihre Karriere, blieb aber in München still und am Schluss von allen vergessen. Sie starb im November 1919, fast 67-jährig. Und noch einmal lebte ihr Name auf, als nach ihrem letzten Willen alle Geschenke, aller Schmuck, den sie von Ludwig erhalten hatte, für arme Münchner Kinder versteigert wurde. Die Auktion erlöste 2.144.000 Mark. Das sind nach heutigem Wert umgerechnet 11.440.000 Euro. Da sieht man mal wieder der ach so selbstbezogene König, wie großzügig seine Geschenke waren. Das Leben von der Hermine Bland zeigt, wie sie in dem Brief an ihn schreibt, dass sie von seinem hohen Vorbild ganz durchdrungen und dass ihm in ihr seine Veredelung gelungen war. Was für eine Inspiration, was für eine Chance zum Erblühen muss Ludwig für sie gewesen sein, der, wie sie im Brief schreibt, sie immer, immer zu höchsten Entzücken, zu höchster Begeisterung fortreißen konnte. Und wie groß muss der Verlust gewesen sein. Viele Mitwirkenden der Separatvorstellungen bestätigen übrigens, welche große Feierlichkeit und Innigkeit und allerhöchste künstlerische Größe in diesen Separatvorstellungen zu spüren war. Ernst von Bossart, der Intendant des Hoftheaters, schreibt in seinen Memoiren: Für mich sind diese Vorstellungen in ihrem äußerlichen Verlauf das Weihevollste, das Ungetrübteste geblieben, was ich als Darsteller meiner 50-jährigen Bühnentätigkeit miterleben durfte. Ein einziger, aber ein aufmerksamer, kundiger und begeisterter Zuschauer. Und wahrlich, es ist ruhmvoller für den Künstler, er macht nachhaltigen Eindruck auf einen Kundigen als auf Hunderte von Urteilslosen. Und so gibt uns das kleine Blitzlicht dieses Briefes von Hermine Bland eine Ahnung, wie kostbar und befruchtend die Existenz Ludwigs für seine Weggefährten war. Ganz herzzerreißend wurde es für mich, als ich 2019 drei Briefe Ludwigs an den Minister Johann Freiherr von Lutz erwerben konnte. Diesen nennt ja unser Leibarzt Dr. Max Schleiß von Löwenfeld den Hochverräter und Haupthalunken in seinen Aufzeichnungen. Dieser Schuft hatte ja längst schon alle Schmach für seinen König in die Wege geleitet und an den schreibt der König ahnungslos am 2. Januar 1886 aus Linderhof in seinem Todesjahr: Mein lieber, lieber Minister Freiherr von Lutz, das Schreiben, welches Sie zum Jahreswechsel an mich richteten, habe ich gerne entgegengenommen, als ein mich erfreuendes Zeichen jener treuen Hingabe und Anhänglichkeit, von welcher Sie beseelt sind. Ich bin der Aufrichtigkeit
und der guten Wünsche, mit denen Sie meiner an der Schwelle des neuen Jahres gedenken, bewusst und sage Ihnen daher für Ihre Kundgebung meinen besten und wärmsten Dank, indem ich von Herzen wünsche, dass das Jahr 86 für Sie und die Ihrigen nur Gutes und Erfreuliches bringen möge. Erneuere ich beim Beginn des Jahres die Versicherung der besonderen Wertschätzung, mit welcher ich bin, Ihr gewogener König Ludwig. Das schreibt Ludwig an den Hochverräter ein halbes Jahr vor seinem bitteren Ende. Finden Sie darin irgendein Anzeichen einer Geisteskrankheit? Und nun möchte ich noch kurz einige Bemerkungen zu der negativen Propaganda machen, die nicht auszurotten ist. Jetzt geht es um die Verlobung des Königs. Leider wird immer wieder dargestellt, der König hätte sich leichtfertig mit seiner Cousine Sophie von Bayern verlobt. Und dann hätte er den Hochzeitstermin immer wieder verschoben, bis er ihn schließlich am 7. Oktober 67 ganz auflöst. Was war aber wirklich geschehen? Ludwig in seiner Wagner-Begeisterung fand in seiner Cousine ein Pendant. Auch sie schwärmte sehr für den Komponisten. Sie sang gern und wohl auch ganz gut. Sie sang ordentlich einzelne Arien aus Wagners Werk. Von Kindheit an kannten sie sich gut. Sie haben miteinander gespielt und gemalt. In meiner Sammlung sind mehrere Zeichnungen von den beiden. Und in ihr hatte er jetzt eine gleichgesinnte Wagnerianerin gefunden. Begeistert tauschte man sich aus und bei jeder Gelegenheit ließ sich Ludwig von ihr Wagner-Lieder vorsingen. Schließlich wurde es der Mutter Ludovica zu bunt. Sie fürchtete um den guten Ruf ihrer heiratsfähigen Tochter und stellte Ludwig anlässlich eines gemeinsamen Tees in Possenhofen zur Rede. Ludwig war völlig überrascht. Er war beschämt, dass man ihm, dem König, mehr als Freundschaft zu seiner Cousine unterstellte. Wie konnte es eine Untergebene wagen, an der Lauterkeit des bayerischen Königs zu zweifeln? Erregt verließ er die Teegesellschaft und galoppierte mit seinem Pferd von Possenhofen nach Schloss Berg. Daheim schrieb er an Sophie: Wie schauderhaft misslungen war mein gestriger Besuch, wie unangenehm die Unterbrechung. Nachdem schon Wagner aus München verbannt worden war, sollte Ludwig nun auch noch den begeisternden Austausch mit Sophie verlieren. Denn neben Wagner war sie wohl ein ihm sehr nahestehender Kamerad. Und so ging noch mancher Brief zwischen den beiden hin und her, obwohl die herzogliche Familie jeden Briefkontakt verboten hatte. Doch irgendwann wurde der elterliche Druck für Sophie so groß, sie selbst bat Ludwig, ihr nicht mehr zu schreiben. Sein Antwortbrief vom 19. Januar 67 ist überliefert, da schreibt er rührend: Ich halte es gerade jetzt für meine Pflicht, dir zu schreiben. Entziehe mir deine Freundschaft nicht. Oh, sie tut mir so wohl. Der Hauptinhalt unseres Verkehrs war stets, und du wirst es bezeugen, Richard Wagners merkwürdiges, ergreifendes Geschick. Oh, zürne mir nicht. Er schreibt dir wie so oft, dass er sowieso sein Leben beenden werde, wenn der Meister, mein Stern, nicht mehr strahlt. Und sie schickt ihm darauf eine eigenhändige Zeichnung, die sich in meiner Sammlung befindet. Und darauf zu sehen ist ein Grabmal und eine Trauerweide. Ein Putto bläst Seifenblasen.
Und bei der Trauerweide hat sie ihre eigenen Haare eingestickt in einem blauen Band. Und darunter schreibt sie die eigenartigen Worte: Am Ende der Tod. Am selben Tag, an dem der König den Brief geschrieben hatte, sehen die beiden sich noch am Hofball, zwei Tage darauf wieder am Ball am Promenadenplatz. Und am nächsten Tag, am 22. Januar 67, erscheint der König sehr früh noch in der Dunkelheit bei seiner Mutter, lässt sie wecken und bittet sie, ihn um die Hand Sophies anzuhalten. Wie jede Mutter tut sie das gern, voller Freude, und schon um 9 Uhr ist das Ja-Wort von Sophie da. Bei der Hoftafel proklamiert Ludwig in großer Aufregung seine Verlobung. Am Hoftheater holt er seine zukünftige Braut zu sich in die Loge, und am 25. Januar 67 lässt Sophie Fotos von sich im fotografischen Atelier Franz Hemmstengel machen. Und dort lernt sie den 22-jährigen Sohn des Fotografen Edgar kennen. Sie verliebt sich stürmisch in ihn. Und schon damals berichten die neuesten Nachrichten am nächsten Tag, sie verweilte da selbst längere Zeit. Es ist interessant, dass damals von vielen Seiten von diesem Verhältnis berichtet wird. Man munkelt allenthalben darüber, und im Volk setzt sich das Gerücht von dem Verhältnis Sophies fest. Später schreibt der Ludwig-Biograf Werner Richter, dass die Volksmeinung immer noch nicht zu einem irgendwie ungünstigen Urteil über Ludwig II. Imstande, alle Schuld auf Sophie schickte und nicht zögerte, abscheuliche, das junge Mädchen tiefkränkende Erfindungen zu vertreiben, die man in Bayern heute noch überall erzählt bekommt. Auch Jakob Wolf schreibt von dem damals in München viel verbreiteten Gerede. Dann gibt es sogar ein Theaterstück von Ferdinand Bonn, Ludwig II. Und dort tritt schon ziemlich am Anfang ein gewisser Edgar Huber, Hoffotograf, auf, der sich heimlich mit Sophie trifft. Und er sagt zu ihr: Eigentlich ist doch der König an allem schuld. Hätte er nicht Fotografien von dir befohlen? Und Sophie antwortet: Natürlich, er ist schuld. Liebende sind überhaupt nie schuld. Auch der Wagner-Biograf Max Koch wurde deutlich und sprach von einer anstößigen Beziehung zu dem schönen Fotografen H. Und jetzt stellt euch vor, von all diesen Gerüchten soll der König nichts gehört haben, der die Geheimpolizei hatte. Und aufhorchen sollte uns da eine Aussage von Minister Ludwig Hohenlohe Schillingsfürst machen, denn der sagte, Ludwig II. Kannte alle Geschichten, alle Intrigen, alle Schwätzereien auf das Allergenaueste. Nein, es ist wie Max Koch, der Wagner-Biograf, schreibt: Die Waage neigt sich ganz wesentlich zu Ludwig II. Gunsten. Wenn er die fürchterliche Enttäuschung der Untreue seiner Braut erleiden musste und dann noch ritterlich den Anschein der Schuld der Auflösung auf sich nahm. Und so sehe ich das auch. Genau so verhielt sich der König immer wieder bei schmerzlichen Trennungen. Er blieb immer der königliche Kavalier, ohne jede Schuldzuweisung. Er verursachte keinen Skandal. Und das, obwohl er ja dann scheinbar im schlechten Licht erscheinen musste. Er musste nicht der strahlende Sieger bleiben. Nein, er blieb gern allen ein Rätsel. Edgar Hempfstengel
starb am 28. Mai 1910. Und seine Tochter Erna Katharina Heine fand nach seinem Tod ein Kuvert, auf das der Vater geschrieben hatte: Briefe von Prinzessin Sophie Charlotte ungelesen zu verbrennen. Gott sei Dank hielt sie sich nicht an den letzten Willen ihres Vaters. Gott sei Dank gibt es Menschen, die keine geschichtlichen Lügen decken und aufrechterhalten. Und so konnte eine Missinterpretation der Verlobungsauflösung zwischen Ludwig und Sophie korrigiert werden. Am 26. Februar 1980, kurz vor ihrem Tod, übergab Erna diese glühenden Liebesbriefe an den Journalisten Heinz Gebhardt, der sie in einem Buch veröffentlichte. Erna bemerkte bei der Übergabe: Es ist mir wichtig, dass diese Sache einmal richtiggestellt wird. Und so wurde nach 113 Jahren alle Gerüchte über ein Verhältnis Sophies zu Edgar Hemmstengel bestätigt. Die beiden trafen sich heimlich im Schloss Pähl am Ammersee, und es soll nur eine kleine Kostprobe aus diesen Briefen genügen. Ich liebe dich so innig, mein Edgar, so tief, dass ich schmählich die Pflichten gegen meinen König vergaß. 2020 konnte ich dann einen Brief Ludwigs an seine Braut Sophie für meine Sammlung erwerben, vom 27. Januar 1867. Diesen Brief schrieb er also 5 Tage nach seiner Verlobung und 2 Tage, nachdem sie sich in Edgar verliebt hatte. Und dieser Brief ist dann, wenn man die Tatsachen weiß, sehr aufschlussreich. Er schreibt: Meine geliebte Sophie, kaum waren wir nach dem Theater in die Zimmer zurückgekehrt, als meine Mutter mir sagte, sie hätte durch deine Mama gehört, als glaubtest du, ich liebte dich nicht wahrhaftig, als könnte etwas dazwischen kommen. Und dieser Satz, als könnte etwas dazwischen kommen, bekommt nach allem, was wir heute sicher wissen, eine ganz neue Bedeutung. Sophie ahnte durch ihre Verliebtheit zu Edgar, es könnte etwas dazwischen kommen, und vorsichtshalber schiebt sie den schwarzen Peter Ludwig weiter. Und der schreibt ganz unschuldig in dem Brief weiter: Aber liebe Sophie, zweifelst du also an meiner innigen, treuen Liebe zu dir? Das tut mir leid, wirklich von Herzen leid. Ich hoffe, die Sache beruht auf einem Missverständnis deiner Mutter. Was soll ich nur glauben? Nun von ganzem Herzen, gute Nacht, meine liebe Sophie. Mit 1000 herzlichen Grüßen, dein treuer Ludwig. Von wegen Missverständnis. Wieder einmal war Ludwig eingesponnen in eine Perfidie, ein Lügen- und Intrigennetz. Und je nach Informationsstand erscheint dieses Dokument in ganz neuem Licht. Und obwohl die Wahrheit nach 40 Jahren offensichtlich ist, wird noch heute von vielen Ludwig die Schuld an der Entlobung in die Schuhe geschoben, oft wieder besseren Wissens. Und dann kam noch eine Überraschung. 2019 konnte ich von einem Mitglied des Hauses Wittelsbach noch ein Stück erwerben, was die unschuldige Reinheit des Königs noch einmal deutlicher zeigt. Ich konnte eine kostbare blaue Mappe erwerben und darauf steht mit Goldfäden eingestickt: Liebe Erinnerungen. Diese Mappe ist aus dem persönlichen Besitz Ludwigs. Und stellt euch vor, was ist darin?
ein kostbar besticktes Taschentuch, das für die zukünftige Königin Sophie gedacht war, mit ihren Initialen und der bayerischen Königskrone. All diese Tücher wurden hinterher systematisch vernichtet, aber dieses eine Tuch hat der König gerettet. Das finde ich wieder sehr typisch für ihn, dass er so die Erinnerung, obwohl sie eine schmerzvolle ist, gepflegt hat. Und da wundert einen dann nicht, dass als die Sophie die Nachricht vom Tod König Ludwigs erfuhr, sie schluchzend zusammenbrach und zu ihrer Schwester Kaiserin Elisabeth gesagt hat: Glaubst du, der König hat mir verziehen? So berichtet es jedenfalls Valerie, die Tochter der Kaiserin, in ihrem Tagebuch. Liebe Zuhörer, warum erwähne ich all das? Ich will zeigen, dass Ludwig allen Grund hatte, sich verfolgt zu fühlen. In seiner Situation konnte man wirklich an seinem Verstand zweifeln. Und doch hat er über alle Enttäuschungen hinaus seine Reinheit bewahrt. Und er hatte schon von Anfang an der Regierung allen Grund, um sein Leben zu fürchten. Und am Schluss ist diese Befürchtung ja auch eingetreten. Schon Wagner in den ersten Jahren hat ihn immer wieder gewarnt, dass er von verschiedenen Mordplänen gehört hatte. Ich will jedenfalls auch mit diesem Vortrag beitragen, den guten Ruf Ludwigs wiederherzustellen. Er war weder geisteskrank noch egozentrisch. Er war weder Mörder noch Selbstmörder. Kein Mensch, der sich intensiv mit der Geschichte auseinandersetzt, könnte dies bezweifeln. Jeder kann feststellen, dass die ganze Sache zum Himmel stinkt. Das ist meiner Meinung nach ein Skandal, dass die Wittelsbacher noch heute nicht zustimmen, den Sarkophag zu durchleuchten, um die wahre Todesursache festzustellen. Ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit. Vielleicht ist ja die junge Generation der Wittelsbacher einmal dazu bereit. Ich setze vor allem auf den jungen Prinzen Ludwig, dass der hilft, die Wahrheit endlich ans Licht zu bringen. Es gibt so viele schwerwiegende Verdachtsmomente, dass es eine Pflicht gegenüber der Würde Ludwigs II. Ist und eine Pflicht an der Menschheit, endlich die Wahrheit zu finden. Und es klingt schon fast zynisch, wenn die Wittelsbacher behaupten, durch das Durchleuchten des Sarkophags würde man die Totenruhe des Königs stören, als könnte man nicht genau die Totenruhe endlich besänftigen, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Ich denke, auch das bayerische Volk hat ein Recht darauf, die geschichtliche Wahrheit zu erfahren. Vielleicht kennt ihr das Gedicht von der Kaiserin Elisabeth, das sie in ihr poetisches Tagebuch geschrieben hat. Da wird sie sehr deutlich. Da schreibt sie: Der Prinzregent, seinen Neffen, seinen König, stieß er tückisch von dem Thron. Doch dies ist ihm noch zu wenig, säß ich dort gar selber schon. Könnt ihr auch noch das ertragen, Bayerns Volk? Dann seid ihr's wert, dass am Pranger angeschlagen ihr in Ewigkeit entehrt. Aus therapeutischer Sicht weiß ich, wie schwer sich systemische Lügen auf die Nachfahren auswirken. Die Wahrheit hingegen heilt und sei sie noch so schmerzvoll. Möge der Himmel helfen, dass Ludwig II. Endlich Gerechtigkeit widerfährt. Wenn ihr wollt, dann würden wir euch noch unser König-Ludwig-Lied vorsingen nach einer Melodie
ein Kirchenlied aus der Toskana mit dem Text von mir. Ich bin so froh.